19.30 Uhr, Gemeinde Klicksbühl. In diesem Turm entwickelt sich derzeit etwas ganz Fürchterliches. Ein Feuer ist ausgebrochen, ein Fall für die Freiwillige Feuerwehr. Gut 5 Minuten später sind sie dann vor Ort, checken die Lage, der Rauch kommt inzwischen aus dem Gebäude. Hier muss schnell gehandelt werden, nur nach kurzer Zeit sind die Kameraden vor Ort, bekommen Unterstützung aus den Nachbargemeinden. Hier wird wirklich jede Hand benötigt. Was hier wie der Ernstfall aussieht, ist in Wirklichkeit eine Übung. Die Kameraden wussten nichts von diesem Einsatz. Insgeheim wurde dieser Einsatz von Grund auf geplant. Hier zu sehen, der aufgebrachte Besitzer des Gebäudes, der dem Einsatzleiter erklärt, dass hier ein Feuer ausgebrochen ist und Personen vermisst werden. Relativ schnell ist hier die Situation klar. Irgendwie muss man in dieses Gebäude hinein und die Lage unter die Lupe nehmen. Nun zählt jede Minute. Alle Kameraden müssen eingeweiht werden, sodass schnell gehandelt werden kann. Naheliegende Hydranten werden mit den Einsatzfahrzeugen gekoppelt. Die Kameraden machen sich bereit, um in das Gebäude einzudringen. Treffen Vorsichtsmaßnahmen. Der Nachteil an diesem Gebäude ist, im Inneren ist es sehr verwinkelt. Zusätzlich erschwert dichter Rauch die Sicht, doch noch immer ist den Kameraden bewusst, hier ist Menschenleben in Gefahr. Während die Atemschutzträger bereits im Gebäude sind, plant der Einsatzleiter das weitere Vorgehen. Noch immer schwebt Menschenleben in Gefahr. Die Kameraden sind inzwischen bereit, das Feuer zu löschen, haben die Lage erkundet, Wassermarsch. Der Besitzer ist nach wie vor in großer Aufruhr. Zwar wurde bereits eine Person gefunden, doch eine weitere schwebt weiterhin in Lebensgefahr. Wo ist diese Person? Die Kameraden suchen weiter. Das Feuer ist inzwischen unter Kontrolle. Schnelles Handeln verleitet zu diesem Erfolg. Man bemerke, der Einsatz dieser Kameraden ist komplett freiwillig. Sie gaben ihre Freizeit für die Freiwillige Feuerwehr auf, um in dieser Notsituation Hand anzulegen. Dieser Einsatz erfordert Mut, aber auch Können. Am Straßenrand passiert das nächste Unglück. Eine Passantin fällt unerwartet in Ohnmacht. Auch hier sind die Kameraden gefordert. Was tut man als nächstes? Ganz klar, man ruft den Rettungsdienst zur Hilfe. Und nicht nur das, hier leistet man selbst dem Besitzer noch Beistand, denn die Aufruhr ist noch immer nicht weg. Die Lage hat sich inzwischen beruhigt, es ist alles unter Kontrolle. Nun wollen wir wissen, wie hat es der Einsatzleiter gesehen? Also wir hatten hier folgendes Übungsszenario. Wir hatten die Feuer GY, das bedeutet, dass einmal Feuer Größenordnung größer Standard ist, da werden automatisch die Feuerwehr hinig steht und Feuerwehr mit alarmiert. Und Y bedeutet Menschenleben in Gefahr. Wir hatten hier mindestens 2 verletzte Personen. Es hat sich nachher im Übungsverlauf herausgestellt, dass noch mehr vermisste Personen dort waren. Eine Person unter dem Schlepper und einer Frontladerschaufel eingeklemmt. Dann 3 Personen im Gebäude und ein Zuschauer ist hier umgefallen und die wurde sich dann drum gekümmert. Wir haben dazu natürlich den Rettungsdienst mit insgesamt 5 Fahrzeugen mit alarmiert. Die sind natürlich während des Übungsszenarios nicht wirklich gekommen, aber nur, dass daran gedacht wird, die sich dann auch hier um die verletzten Personen kümmern. Dann wurde die Brandbekämpfung hier parallel durch die Feuerwehr Leck übernommen. Unten im Keller war das Szenario insgesamt. Da waren 2 Brandherde, die wurden auch gefunden. So oder nicht wurde das Feuer auch gelöscht. Zwar war dieser Einsatz nur eine Probe, doch wieder einmal stellen wir fest, es ist wichtiger, der Freiwilligen Feuerwehr beizutreten, anstatt vom Seitenrand zu gaffen. Hier hat man heute wirklich gezeigt, dass Schnelligkeit durchaus wichtig sein kann. Jeder einzelne Kamerad hat mitgekämpft, die Lage war bereits nach einer halben Stunde unter Kontrolle. Respekt an die Freiwillige Feuerwehr. Hat man mit diesem Erfolg gerechnet? Bis jetzt hat der Ablauf super funktioniert. Es gab kaum was zu bemängeln. Also, es war top. Deine eigene Einschätzung, hat alles geklappt, wie du es dir auch vorgestellt hast? Ja, auf jeden Fall. Feuerwehr ist immer ein bisschen dynamisch, man muss flexibel sein. Das haben sie hier gezeigt, also in verschiedenen Lagen. Und von daher wunschlos glücklich. Worauf wartest du noch? Tritt mit bei in die Freiwillige Feuerwehr. Frei nach dem Motto, den Nachbarn helfen, anstatt nur zuzusehen, wenn es bei ihm brennt.